Herzlich willkommen zum Riff Nummer 4. Das Ganze ist jetzt ein ganz klein bisschen schneller gespielt. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Jetzt wird es rhythmisch ein ganz klein bisschen schneller in der rechten Hand. Du spielst wieder E- und A-Saite und zwar in diesem Rhythmus. Also lang, kurz, lang, lang. Lang, kurz, lang, lang. So kann man das sehen. Lang, kurz, lang, lang. Und dann geht's in den dritten Bund. Lang, kurz, lang, lang. Dritter Bund. Das gleiche nochmal und du gehst dann in den fünften Bund. Lang, kurz, lang, lang. Fünf. Dann geht's in den siebten Bund. Lang, kurz, lang, lang. Sieben. Und dann endet das Riff mit fünfter Bund, dritter Bund und wieder E- und A-Saite leer gespielt. Ich hoffe, die Akkorde und der Rhythmus ist klar, denn jetzt spielen wir das Ganze nochmal ganz langsam am Stück komplett durch. Das war's auch schon mit dem Riff Nummer 4. Hier oben findest du nochmal die Playlist zu allen anderen Riffs, die ich so aufgenommen habe. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Gitarre lernen. Dein Matthias.